So, da ist der Brandon, der Schrumpeljunge, und der ist so alt geworden, der ist so... Oh, wir haben ihn schon als Baby gesehen, damals noch als knurrender Werwolf, und dann haben wir ihn ja noch als kleinen Jungen gesehen, als er entführt wurde von der alten Hexe, die geile, geile Oma. Und jetzt ist er schon so groß geworden und liegt fast tot in einem Kristallbett. Ach, ist so putzig. Der pulsiert da so merkwürdig. Ich glaube, da wohnt ein Alien in seinem Körper. Das bricht dann irgendwann raus. So, erstmal alles klauen, was er hat. Blauer Edelstein klauen wir natürlich unserem eigenen Sohn, ist doch klar. Und eine wunderschöne Kamera, die nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch? Oh, die Frau muss seine Freundin gewesen sein, wenn ihm der Stein so viel wert ist. Deswegen klaut er den auch. Von dem Tag an verbrachte ich jeden Tag mit meiner neuen Freundin. Leider waren meine Ferien viel zu schnell vorüber und ich musste zu meinen doofen, blöden Eltern zurückkehren, die mal Werwölfe waren und die Flöhe nicht mehr los wurden. Wir verabredeten uns für den folgenden Sommer. Als Abschiedsgeschenk gab sie mir einen wunderschönen, runden Edelstein, der blau leuchtete. Es war sicherlich eine Diode drinnen. Er war das Symbol unserer Freundschaft und sollte mich immer an sie erinnern. Ich trage ihn immer bei mir, es sei denn, ich liege tödlich verwundet in einem Kristallbett und mein Vater kommt vorbei und klaut ihn mir. Ja, das ist natürlich berührend. Er ist also quasi der Freund der Steinkönigin. Warum aber ist sie so erzürnt und was ist mit Brandon? Warum liegt er so? Oh, die Familie Grey. In welchem Universum zieht man sich heute noch die Socken über die Hosen, frage ich mich. Gestörte Familie. Und da hinten ist das Haus im Sumpf. Das ist doch schon längst versunken. So. Sheldon wollte die Mine der Stadt zerstören. Brandon versuchte ihn aufzuhalten und Sheldon verwundete ihn tödlich. So ist das also geschehen. Ich habe nicht aufgepasst vorhin, deswegen. Also Brandon, unser Sohn, ist ein Held und wollte den Sheldon, den fetten Hobbit da draußen aufhalten. Aber leider hat der Sheldon ihn tödlich verwundet und dafür alleine müssten wir draußen die Statue umschubsen. Aber Grey Grey nimmt's gelassen. Der stürzt sich hier nicht rinnen oder hier ist auch keine Gefühlsäußerung einfach. Der erzählt das einfach ganz objektiv runter. Nicht irgendwie, ich werde das Schwein töten oder er wird bezahlen müssen. Nein, einfach, oh, hat ihn tödlich verwundet. Oh. Hauptsache, meine Haare sitzen noch. So, naja. Unfassbar. Was mache ich denn jetzt hier? Da liegen Zettel rum. Dies sind Seiten aus einem Lehrbuch. Man sollte vorsichtig mit Büchern umgehen. Deswegen fliegen bei dir auch jedes dritte Wimmelbild. So, hier ist A. Ein Schlüssel. Immer gut. Kreuzförmiger Schlüssel. Wir hatten noch was Kreuzförmiges irgendwo aufzuschließen. Eine Öllampe im Krankenhaus? Die sollte ich lieber mitnehmen, falls es irgendwann dunkel wird. Klar, denn im Krankenhaus braucht die Lampe ja auch keiner, falls wieder aufwachen oder so. Hauptsache, der feine Herr Grey Grey hat eine schöne Lampe im Dunkeln, die aus dem Krankenhaus klaut. Alter, ey, da habe ich keine Worte für. So, er hat mir bereits alles erzählt, was er wusste. Ich werde ihn eine Weile lang in Frieden lassen. Sind wir überhaupt Grey Grey, frage ich mich gerade, weil der interessiert sich herzlich wenig für seinen Sohn, aber das ist doch Brandon, der weiß doch, dass Brandon ist. Und auch Oliver Grey, er macht sich solche Sorgen um seinen Neffen, er sollte sich ein wenig ausruhen. Ich glaube, wir sind gar keine aus der Grey-Familie, aber es macht doch so viel mehr Spaß, wenn wir einer wären. Ist mir egal, ich tue so, als wäre ich weiter Grey Grey und die sind mir alle egal. Ich tue einfach so, ist mir doch egal. So. Ich glaube, dies ist der einzige Patient im Krankenhaus. Ich klicke auf Skelett und der sagt, das ist der einzige Patient im Krankenhaus. Seems legit. Interessant, ob es von einem ortsansässigen Künstler stammt? Das ist eine Anleitung, eine Broschüre, die da eingerahmt wurde. Mann, Künstler. Ein Spind. Ich sollte den Spind öffnen können, wenn ich einen Gegenstand in der richtigen Form finde. Ein Motorrad, ganz klar. So, müssen wir ja auch irgendwas finden. Wir befinden uns in einem Krankenhaus und hier ist so ein Kasten für Notfälle mit Verbandszeug, blablabla, für Erste Hilfe.
Wieso sind die Erste-Hilfe-Kästen immer abgeschlossen? Kann mir das einer erklären? Wo liegt der Sinn in abgeschlossenen Erste-Hilfe-Kästen? Man kann keine Erste-Hilfe leisten, wenn die Scheißdinger abgeschlossen sind. Das ist genauso wie, als hätte ich einen abgeschlossenen Schrank und da drin ist der Feuerlöscher. Mann, huch, Einwohnerregister. Im Einwohnerregister werden Informationen über alle Bürger aufbewahrt. Gut. Ein Eimer? Der Lappen alleine nützt mir nichts. Ich sollte den Lappen mit einer stark riechenden Flüssigkeit durchtrinken? Alter, wie kommt man denn darauf? Da steht ein Eimer mit einem Lappen. Nimm doch den Lappen mit. Du musst den nicht erst mit einer stark riechenden Flüssigkeit durchtränken. Wenn du pissen musst, dann sag's doch. Alter, was für ein kranker Bastard das einfach ist. Ich schäme mich, als der rumzulaufen. Können wir noch irgendwas anklicken hier? Lalala, lalala. Stark riechende Flüssigkeit. Was? Wo soll ich eine stark riechende Flüssigkeit herkriegen? Ich klaue da sonst nur alles. Ich habe den Kreuzschlüssel, den... Hat der nicht irgendwo gepasst eigentlich? Hier war das, glaube ich, ne? Nee. Da war ein Herz. Schaufenster. Wenn ich ein Einbrecher wäre, würde ich das Schaufenster mit Hilfe des Hakens hinter dem Gitter öffnen. Ja, wenn du ein Einbrecher wärst, was ja zum Glück nicht bist. Okay, ach, wir haben ja die Tankkarte, fällt mir gerade ein. Juhu, wir haben nur keinen Kanister. Im Auto ist natürlich auch kein Benzinkanister. Wozu auch? Ah, kreuzförmiger Schlüssel. Diese Limousine gehört Dennis Sheldon, dem neuen Bürgermeister. Vielleicht sind darin Beweise für seine Verbrechen versteckt. Was kann da drin sein? Leichenteile? Oder vielleicht wichtige Unterlagen fürs FBI? Edward Snowden? Wichtige Beweise, wie zum Beispiel ein Wagenheber? Oder, da haben wir ja schon das passende Stück, ein Benzinkanister. Sheldon befürchtete, dass man mehr über ihn herausfinden könne und nähte seine Tasche zu. Woher weiß der das? Der kennt den nicht. Der war noch nie hier. Das kann auch einfach nur eine kaputte Tasche sein von seiner Frau, die er hat reparieren lassen. Vielleicht war das auch mal seine Frau, die er hat reparieren lassen. Man weiß es nicht genau. So, wir müssen die Naht auftrennen und das kann er natürlich nicht mit der Hand machen. Oder irgendwo am Stein an einem scharfkantigen. Nein, dafür brauchen wir bestimmt eine Schere oder irgendwas. Wir müssen Benzinkanister. Dann haben wir jetzt Benzin und können nach Hause fahren. Aus. Das war's. Benzin. Mehr brauchen wir nicht. Zwei Schluck. Ohne Benzin sitze ich hier fest. Ich sollte etwas in die Tanköffnung stecken, bevor ich das Benzin hineingieße. Dein Penis oder was? Entschuldigung. Also ernsthaft, was soll er denn? Der kann doch das Benzin... Das schafft er doch. Ach nee, ist ja an der Seite angebracht. Ich sehe das hier von oben klar. Dummerchen, wir brauchen natürlich erstmal einen Trichter oder sowas. Huhaha. Alter, jetzt habe ich das Gefühl, hier fliegt so eine Fliege rum die ganze Zeit. Die nervt mich. Habe ich das Gefühl, dass die überall landet. Dann kennst du das, wenn du so eine Fliege drin hast und dann denkst du, Alter, die ist jetzt überall. Wir haben einen Wagenheber. Das gute alte Grintails-Rätsel mit dem Wagenheber. Wir sind ja schon Veteranen. Ach, ein Skalpell, natürlich. Hallo? Was ist denn das? Das Einwohnerregister würde mir mehr nützen, wenn ich alle Teile zusammensetze. Ist aber kein Hundekopf, ne? Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Das ist kein Hundekopf. Das ist wahrscheinlich diese Sonne aus dem Schaufenster. Wir haben ein Skalpell und damit gehen wir jetzt mal an die Tasche. Und jetzt kriegen wir richtig die ganzen Akten und... Ich fühle mich von diesem Spiel so verarscht, durchgehend in einer Tour. Ich fühle mich wirklich verarscht. Ja, das sind die wichtigen Beweise drin für seine Verbrechen, Kriminalität, wirklich FBI-Akten, Unterlagen, Dokumente. Was ist drin? Ein beschissener Trichter? Und dafür näht er die Ledertasche zu?
Das ist, wow, also das ist, ich bin begeistert von diesem Realismus. So, jetzt rein da. Schön, wie er das seitwärts eingegossen hat auch. Das Benzin ist seitwärts reingeflossen. So, wir haben mal wieder Benzin im Tank. Hier in die Hälfte zumindest. Das heißt, wir können doch jetzt abhauen. Es ist dunkel und ich sollte nach Hause fahren. Mir ist das Benzin... Du hast wieder Benzin. Ich könnte das Auto anlassen und die Stadt verlassen, aber ich kann ihre Bürger einfach nicht im Stich lassen. Das geht schon. Fahr einfach. Die Lösung zum Geheimnis dieser Stadt liegt in der Mine. Ich könnte mein Auto als Rambock verwenden, um hineinzugelangen. Ich sollte etwas Schweres auf das Gaspedal legen, damit das Auto vorwärts fährt. Leg doch deinen Kopf drauf! Wenn das Auto im Arsch ist, kommst du nicht mehr nach Hause, Mann! Die Bahn fährt hier nicht. Etwas Schweres auf das Pedal. Die alte hier, komm, ich nehme die einfach mit. Ja, komm. Etwas Schweres? Was soll ich denn jetzt Schweres? Hier liegt ein Stein. Da liegen Steine. Nimm die. Ah, jetzt ist mir noch hier irgendwas runtergefallen. Egal. Nimm diese scheiß Steine. Das Spiel ist unglaublich. Hier liegen überall Steine rum und der braucht was Schweres für sein Pedal. So, können wir hier drunter gucken vielleicht? Ach. Eine Tagebuchseite, der Auto war sehr interessiert an Edelsteinen. Ich frage mich, warum? Ja, warum sind die Leute wohl interessiert an Edelsteinen? Weil die so nett funkeln wahrscheinlich. Das ist der einzige Grund, warum es Sammler gibt. So. Etwas Schweres. Ein Herz haben wir noch nicht, ne? Nee, das... Alter, dieser hässliche Affe. Dieser unfassbar, über alle Maßen hässliche Affe. Können wir da vielleicht? Ich meine, es gibt einen Grund, warum wir das Skalpell noch in der Tasche haben. Das ist immer noch da. Und wir haben jetzt... Ach, wir haben jetzt auch den Ziegel. Na klar. So, hier setze ich erstmal schon mal ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Wir finden bestimmt noch das zweite Teil. Und jetzt gehen wir mal mit dem Ziegel. Da legen wir doch jetzt mal... Es darf nur dieser Ziegel sein. Ein normaler Stein ist nicht gut genug für den Herrn Baron. Boah, der schöne Wagen! Ich habe das Auto als Rambock eingesetzt und kann nun die Mine betreten. Das war fast so atemberaubend wie mein Körper. Muss ich mich erstmal wieder selbst berühren. So, zur Mine. Hinein. Schon wieder jemand versteinert, da leuchtet es. Nische. Huch. Hier scheint eine Lichtquelle hinzugehören. Hier ist es ziemlich dunkel. Ich brauche Licht, wenn ich die Mine durchsuchen will. Ich sehe aber alles. Alter, nach 2 Jahren Minecraft kannst du mir nicht erzählen, dass das dunkel ist. So, pass auf. Wir haben das Skalpell ja immer noch im Inventar. Und das ist immer noch im Inventar. Alter, das ist der langlebigste Gegenstand in einem Wimmelbildspiel, den ich jemals gesehen habe. So, die Lampe haben wir abgeschnitten. Das Seil können wir nicht mitnehmen. Oder habe ich gar nicht probiert eigentlich. Mit Licht sieht es hier auch nicht viel gemütlicher aus, aber wenigstens kann ich mich jetzt umsehen. Egal, ob wir Mr. Grey sind, auf jeden Fall ist der ehemalige Bürgermeister Oliver Grey, was einige Zustände hier im Lande erklären würde. So. Ah, oh, die Fledermaus, die ist ja süß. Und die Putzi. Oh, keine Angst haben. Keine Angst haben. Hier, mein Nacken. Frisch gezapft. So. Glühbirne, Taschentuch, Gummiband. Ist das hier ein Gummiband? Jawohl. Glühbirne, Taschentuch. Taschentuch und eine Glühbirne. Da. Rohr, aufgewickelte Kettebecher. Aufgewickelte Kette. Aufgewickelte Kette. Ist das eine aufgewickelte Kette? Das sieht aus wie ein Neger an. Aufgewickelte Kette mit dem Haken. Ich weiß schon genau, wofür die brauchen werden. Das hier ist eine Hacke. Ein Rohr. Nee, das hier ist... Ist das kein Rohr? Okay. Hand Saphir. Ach, Hund. Ich hatte gerade Hand. Das hier ist kein Hund.
Was nützt mir ein Türklopfer, wenn ich klopfen kann? Halt die Fresse, ich hab da gerade das andere Ding dazu gesehen. Hab mich gefragt, was es ist. Hier ist es. Türklopfer. Yeah. Patrone brauchen wir auch noch irgendwo her. In diesem Kästchen könnte etwas versteckt sein. Nehme ich doch die Eule und pack die da rein. Schon mal die Patrone. Ich freue mich. Das geht ja Schlag auf Schlag. Rohrbecher. Rohr. Ach, der Becher. Rohr. Ist das ein Rohr? Auch kein Rohr. Das ist der Hund. Ein unglaublich wunderschöner Hund. Ein Sapir. Oh. Sapir. Ich dachte, er wollte jetzt erst wieder an Smaragd gedacht. Rohr und Sicherheitsnadel. Wo soll ich eine Sicherheitsnadel hierher kriegen? Die kann ja überall sein. Eine Sicherheitsnadel? Wenn ich eine Nadel wäre, was würde mir hier Sicherheit geben? Eine Fledermaus. Ich mag die Fledermaus. Generell mag ich Fledermäuse. Ich hatte mal eine in der Hand quasi. Also die hat sich damals in das Büro verflogen, in dem ich gerade saß. Das war so ein, war kein richtiges Büro, das war eigentlich so ein Gästezimmer. Damals mit MDO Games noch, zu ganz alten Zeiten. Als es mit Gronkh gerade losging, vor 10 Jahren oder so. Und da hat sich eine Fledermaus drin verflogen durchs offene Fenster. Alter, habe ich mich erschrocken. Aber die sieht natürlich noch viel mehr. Die hatte voll Angst. Und dann musste ich die so in mit so einem Kescher habe ich dann vorsichtig dann... Die war also im Bett. Ne? Lag die also auf der Bettdecke und so. Hatte sich so ein bisschen verfangen in im Bettdingens da mit den Krallen. Und wollte auch nicht mehr fliegen oder war verängstigt. Ich weiß nicht. Ich habe die mit dem Kescher ganz vorsichtig genommen. Und habe mir die mal angeguckt und so. Oh, die war so süß. Voll süß, wie so eine kleine Maus mit Flügeln dran einfach. So hier. So, jedenfalls, Entschuldigung, ich wollte ja nicht abschweifen. Boah, hab ich ein Rohr hier im Bild versteckt. Wenn ich es nur finden würde. Ich wünschte, das Rohr wäre ein bisschen größer. Hier ist das Rohr. Es versteckt sich hinter der alten Eule. Und eine Sicherheitsnadel, die überall sein kann. Das ist ja ein Traum. Alter, was ist das denn? Das sah nicht aus wie irgendwas, wo was drin ist. Das sah aus wie, wie so ein Bing im Hotel. Ich wollte gerade mal draufdrücken zum Spaß. So, das könnte nützlich sein. Das ist nämlich ein Piercing. Wenn man sich die Nippel zusammen piercen will, ist das genau das Gerät dafür. Ich persönlich habe mir die Nippel schon zusammen gepierst. Deswegen setze ich das jetzt nicht ein. Notiz. Oh. Ich freute mich auf den nächsten Besuch bei meinem Onkel. In dem Jahr bis dahin passiert so viel. Im Winter gab es einen Erdrutsch in den Minen und die tiefer liegenden Stollen wurden unter Steinen begraben. Man munkelte, dass ein Bergmann gierig geworden sei und den Geist des Berges, die seinen Königin verärgert habe, die deshalb den Stollen einstürzen ließ, denn zum Glück ist sie nicht je zornig. Zweifler sprachen dagegen von Altersschwäche der Stollen. Jedenfalls fand man seitdem keinen einzigen Edelstein mehr. Und ich sah meine Freundin nie wieder. Ja. Okay, das ist natürlich eine Geschichte, die an Dramatik kaum zu überbieten ist. Was ist das denn da? Schaufel. Sieht gut aus. Qualitätsprodukt. Eine Pflanzkelle ohne Griff ist nutzlos. Ich sollte sie reparieren. Mit dem Skalpell wohl nicht. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen also noch einen Griff. Da ist noch eine Säge, die wir zufällig mal mitnehmen. Eine Handsäge, da können wir den Bürgermeister in zwei Hälften schneiden eigentlich. Was er bestimmt wieder nicht macht. Das ist der Ratz, Rotz, der Ritzratz, Rotz. So, hier nichts. Bergmann. Der hat seine Blume im Rücken. Das ist natürlich sehr praktisch. Alle haben die in der Brust. Nur der Bergmann, der mit der Brust an der Wand steht, hat die praktischerweise im Rücken. Das Gesicht des Bergmanns ist vor Schreck verzerrt. Wenn er lebendig wäre, könnte er mir seine Geschichte erzählen. Was ist das eigentlich? Ein Spalt. Spalt N schaltet den Schmerz ab. Wenn ich den Riss erweitere, kann ich sehen, woher das Licht kommt, welches hindurchschimmert. Was ist das? Ich will mir nur ungern die Hände schmutzig machen, aber in diesem Abwasserrohr ist etwas versteckt, also muss ich es unter... Woher weißt ihr denn, dass in dem Abwasserrohr was versteckt ist? Alter, das ist ein ganz normales Abwasserrohr. Woher will der wissen, dass da was drin ist? Das ist unfassbar. Ich glaube, da ist so ein Medium oder so. Ein Imedium akut wahrscheinlich. Okay, Handsäge.
Komm doch, die Hände, da ist doch eine Handsäge, oder? Können wir da nicht irgendwie Ritzeratze? Kamera. Hier, Stein. Hundegesicht. Okay.